Leute, ich bin's mal wieder, euer Sascha. Ich bin mit Diana wieder unterwegs in den Alpen. Und zwar sind wir heute im Skigebiet Großegg, Speyeregg. Das ist in der Nähe von Obertauern, gar nicht so weit entfernt. Und in dem Skipass ist es auch mit drin. Ja, wir sind hier gerade auf dem Großegg. Das ist die zweithöchste Erhebung hier. Die höchste Erhebung ist dort drüben jetzt in der Kamera zu sehen, das Speyeregg. Das kann ich euch leider heute nicht präsentieren, weil dort die Pisten gesperrt sind und der Lift nach dort oben heute nicht fährt. Aber ansonsten ist fast alles offen hier. Und wir werden heute die Pisten hier rocken, die Almen hier testen und alles, was man hier so erleben kann und euch natürlich auch die schönen Blicke zeigen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Wir sind jetzt so weit aufs Speyeregg, wie wir können. Nach ganz oben kommen wir ja heute nicht und fahren jetzt ins Tal nach St. Michael runter. Wir sind jetzt gerade die Piste runter nach St. Martin gefahren. Ja, das ist ein Verbund aus Rot und Blau. Und das Witzige war, trotz unserer Helmfunkgeräte, ja, Diana ist den blauen Part gefahren, ich den roten. Ich habe sie irgendwann verloren und habe mich erstmal 10 Minuten auf der Piste den Arsch breit sitzenderweise, ja, darauf gefreut, dass sie irgendwann um die Ecke kommt. Aber das ist sie leider nicht, weil sie den blauen Teil gefahren ist. Sie hat unten an der Gondel auf mich gewartet. Alles gut. Ja, war eine witzige Abfahrt soweit. Also schön Kurven und ich bin ja nicht überwiegend rot gefahren. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, jetzt sind wir mit der Sonnenbahn wieder an diese Stelle hochgeliftet. Ja, jetzt sind wir hier kurz in die Almhütte eingekehrt. Das ist die Peterbauer Alm hier hinter mir im Hintergrund. Ja, wenn ich mich jetzt einmal kurz ein bisschen in diese Richtung drehe. Jetzt sieht man den etwas größeren Berg hinter mir. Das ist das Eineck und ein Stückchen weiter etwas tiefer daneben, da ist das Scharneck. Ja, wenn man sich daran erinnert, wo wir gestern waren, das kennen wir doch irgendwoher.
Ja, das Skigebiet Katschberg, das ist nicht weit entfernt von hier. Das sieht man von hier aus sehr gut. Ja, wir werden uns jetzt mit der Piste wieder ein Stück weiter runter bewegen, sodass wir wieder rüber aufs Großeck kommen und werden da noch ein paar Pisten fahren. So, ich stehe hier nochmal vor der Großeckbahn. Wir sind hier gerade in der Panoramaalm angekehrt, auch eine sehr schön gelegene Alm. Almhütten liegen hier alle sehr gut. Da hat man immer richtig schöne Blicke in die Täler oder aufs Skigebiet. Sehr toll. Pistenmäßig ist es hier alles mittelschwer bis eher leicht, würde ich sagen. Bedeutet, dass man mit Kindern oder mit größeren Gruppen hier fahren kann, wenn man verschiedene Level hat. Man findet sich auch mal schnell wieder, weil das Gebiet ja nicht so groß ist. Das Einzige, was eben so ein bisschen längere Abfahrten bietet, sind die beiden Talabfahrten. Einmal nach St. Martin runter oder nach Mountendorf. Wir werden jetzt diese Piste, wo ich gerade stehe, runterfahren. Wir hatten heute die andere rote. Wir fahren jetzt in diese Richtung. Das ist, glaube ich, eine blaue Piste. Liften aber dann wieder mit dem Lift, der gerade hinter mir läuft, wieder an diese Stelle hoch. Fahren dann ein Stück ab, um dort nochmal auf die größte oder die höchste Stelle zu kommen, auf dem Großeck. Und dann nehmen wir die Marathonabfahrt runter bis nach Mauderndorf. Ja, also was ich bis jetzt sagen kann, ein schönes kleines Gebiet für die Familie oder für Anfänger oder für einige Leute, die einfach nur mal einen kleinen Berg besuchen wollen und nicht allzu viele Kilometer brauchen. 50 Pistenkilometer hat das Ganze hier, wenn alles offen ist. Heute sind dadurch, dass die höchste Seite gesperrt ist, also drei Pisten fehlen an der Anzahl, sind es heute 40 Pistenkilometer. Wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte nach Mauterndorf runter. Wir haben uns für die rote Variante entschieden, weil die blaue ist meistens recht lang an diesen Gebieten. In beide Richtungen, in die Täler, sind die blauen recht lange Pisten, so 6 Kilometer roundabout.
Wir haben uns jetzt für die rote entschieden und die ist auch durchaus manchmal steil. Ja. Und ich würde sagen, Fazit des Gebietes, gut zum Alm, gut zum Snowboarden auf jeden Fall auch. Pisten sind cool, sind auch stellenweise ein bisschen anspruchsvoller, aber eben niemals mega schwer. Ja, Höhenlage ist toll. Oben hat es ja bis 2000 paar Zerdrückte. Unten im Tal ist man da eher so bei 1000 Meter. Ja, schön. Was soll ich sagen? Eine gute Ergänzung zur Obertauern das Skigebiet. Daumen hoch. Und das solltet ihr auch tun bei YouTube. Ihr solltet meinen Kanal abonnieren und ihr solltet die Glocke drücken. Und auf jeden Fall kommentieren. Das finde ich auch wichtig. Also Leute, Piste bis ins Tal genießen und reinhauen. Ciao.